Naja, dann vielleicht mal mit dem Fitzpatrick telefonieren und mal fragen, was es mit diesen Boxen auf sich hat. Wobei ich nicht glaube, dass der darüber irgendwas weiß, aber man weiß ja nicht. Was ist das hier? Ach so, das ist... Okay. Ah, warte mal, danach könnten wir eigentlich auch mal in den Wasserturm bei Rusty gucken. Vielleicht ist da noch was drin. Aber was jetzt? Onkel Sam will dich sehen. Hey Mann, ist das wegen der Strafzettel? Halt Maul! Schon gut. Halt Maul! Meine neuen Freunde waren eine ganze Ecke unsensibler als die Polizei. Sie warfen mich auf den Rücksitz eines schwarzen Avatar-Speeders. Ein paar Minuten später rasten wir durchs Industriegebiet und landeten bei einem mir wohlbekannten Gebäude. Autotech. Dann brachten sie mich rein. Direkt ins Büro von Jackson Cross. Ach, den Namen hat man ja auch an der Tür gelesen. Guten Tag, Mr. Murphy. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wissen Sie, wo Sie sind? Ja, das Offensichtliche, bildlich gesprochen, geistige Aufklärung. Ja, komm, ich bitte mal um geistige Aufklärung. Wörtlich oder metaphysisch? Ich will die Frage anders stellen. Wissen Sie, für wen ich arbeite? Kleines Späßchen, der Sache auf den Grund gehen, von der Vergangenheit eingeholt. Ja, ich weiß nicht, ob Späßchen hier so gut angebracht ist. Der Sache auf den Grund gehen, ja, von der Vergangenheit eingeholt. Nee, ich würde mal sagen, der Sache auf den Grund gehen? Ich bin nicht sicher. Ist wahrscheinlich ein Akronym. Ein kleiner Witzbold, oder? Ja. Mr. Murphy, jemals gehört vom Graham Act? Das ist ein Bundesgesetz, das vor circa 40 Jahren in Kraft trat, als die USA Ärger hatten mit Terroristen. Es lässt der NSA freie Hand, wenn es um die Sicherheit in unserem Lande geht. Also reizen Sie mich nicht, Mr. Murphy! Oder ich puste Sie um, ohne zu zögern. Okay. Furchtlos, kleiner Steuerwitz, zur Sache kommen. Komm furchtlos. Ist mir egal, wer Sie sind. Niemand bedroht mich. Stimmt wohl. Es ist Zeitverschwendung, Sie zu bedrohen. Der meint's wohl ernst. So. Jetzt wissen wir natürlich, dass wir mit dem besser nicht anlegen. Das heißt, wir sollten wohl ein bisschen kooperativer eventuell sein, ne? Offensichtliche, bildlich gesprochen, geistige Aufklärung. Ich würde mal sagen, das Offensichtliche. In Ihrem Büro? Ja, richtig. Ist klar, für wen ich arbeite? Ah, kleines Späßchen, der Sache auf den Grund gehen, von der Vergangenheit eingeholt. Ne, da würde ich mal sagen, der Sache auf den Grund gehen. Ich bin nicht sicher. Ist wahrscheinlich ein Akronym. Ja, das kennen wir ja schon. Furchtlos, ein kleiner Steuerwitz zur Sache kommen. Ja, komm, zur Sache. Ich glaube, Sie sind von der NSA. Bravo! Gebt dem Mann eine Zigarre! Nun zur nächsten Frage.
Warum sind Sie wohl hier? Ja, warum bin ich wohl hier? Sprachlos, arbeitspolitisch, vorsichtige Einschätzung. Ich würde mal sagen, vorsichtige Einschätzung. Hat vielleicht was zu tun mit dem Kerl, der vom Dach fiel. Sie haben viel beigetragen zum Tod eines NSA-Agenten. Ich will gar nicht sprechen von Ihrer Einmischung in eine NSA-Untersuchung. Sie haben jetzt eine Minute, mir alles zu sagen. Oder ich mache Sie zum jüngsten Opfer des Graham Acts. Das wäre aber nicht so nett. Nur die halbe Wahrheit sagen, mit der Sprache herausrücken, ein Privileg geltend machen. Ich weiß nicht. Ja, komm, halbe Wahrheit. Eine Frau wollte herausfinden, wer sie beobachtete. Ich nahm mich der Sache an und sah den Kerl in ihrem Apartment. Ich verfolgte ihn aufs Dach, er zog eine Knarre, er hielt sie auf mich, wir kämpften und er fiel. Wir wissen schon lange Bescheid über die Drogenschiebereien im Fuja Flamingo. In der Nacht sollte eine Ladung Euphoria dort ankommen. Unser Agent befand sich im Apartment des Mädchens. Ihr Leben war niemals in Gefahr. Sie haben's vermasselt. Ich weiß. Ich weiß, dass Sie etwas für sich behalten. Was ist es? Oh. Die Unschuld beteuern, um Gnade winseln, mit der Sprache herausrücken. Ich bin mir unsicher. Gnade winseln? Nein, ich will nichts mehr zu tun haben mit diesem Fall. Ich bin nur ein Privatdetektiv und alles, was ich jetzt will, ist hier abhauen und wieder ein ganz normales Leben führen. Ist das alles? Oder möchten Sie mir sonst noch etwas sagen? Den Rückzug antreten, Süßholz raspeln, die Box ins Spiel bringen. Der muss von der Box Bescheid wissen, sonst wird er nicht so fragen. Na komm, ich bringe sie mal ins Spiel. Tja, es gibt da noch etwas. Ihr Agent fand eine Metallbox beim Flamingo. Also haben Sie sie? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wollen Sie uns jetzt sagen, wo sie ist? Oh, ob das so richtig war? Ich übergabe. Der knallt uns jetzt ab. Ich habe sie hier. Nehmen Sie sie. Sie sind im Besitz der Box. Gar nicht schlecht, Murphy. Ich werde Ihnen einen riesengroßen Gefallen tun. Ich lasse Sie jetzt gehen. Doch wenn Sie sich noch einmal einmischen in NSA-Angelegenheiten, jag ich Ihnen eine Kugel genau zwischen die Augen. Ist das klar? Schaff den Schwachkopf los hier raus. Ich behalte Sie im Auge, Murphy. Eieiei. Ja, hier ist es gut. Hier können Sie mich rauslassen. Aber klar doch. Ah! Aua! Die Schläger der NSA waren so freundlich, mich am Ritz rauszulassen. Als ich zu meinem Apartment kam, bemerkte ich, dass die Tür offen stand. Die Jungs der Regierung hatten in meinem Büro offensichtlich nach den Boxen gesucht. Ach, das ist die. Aus dem Polizeirevier. Oh, Entschuldigung. Die Tür war offen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Mm-mm. Schönes Büro hier. Selbst eingerichtet? Nein. Meine Haushälterin war hier am Werk. Setzen Sie sich. Oh, danke. Und? Sind Sie mir dankbar? Ja, in der letzten Nacht haben Sie mir wohl sehr geholfen. Ich hatte keine Chance, mich zu bedanken. Sie waren schon weg. Warum haben Sie das getan? Oh, bestimmt tun Frauen alles für ein bisschen Aufmerksamkeit von Ihnen.
Sie scheinen mich nicht gut zu kennen. Interessiert sich eine Frau für mich, bin ich so durcheinander, ich reagiere dann gar nicht. Das glaube ich nicht. Sie trinken Bourbon, ja? Ja, wenn das Geld reicht. Yamas. Yamas? Hört sich griechisch an. Hört sich nicht nur so an. Ist mir klar. Also, Miss... Madsen. Regan Madsen. Aber nennen Sie mich Regan. Okay, Regan. Ich heiße Tex. Das ist nicht dein Name. Wie ist er? Du würdest mir sowieso nicht glauben. Ach komm. Nein. Ich müsste dich besser kennenlernen, bevor ich damit rüberkomme. Ja, dann sollten wir uns wohl kennenlernen. Also, wo ist die Box? Box? Ja, ich besitze viele Boxen. Welche Größe denn? Du weißt, worüber ich rede. Weiß ich nicht. Du spielst Spielchen, Tex. Ich mag das. Was liegt an? Nichts liegt an, Regan. Die Geschäfte laufen gut. Ich brauche keinen Partner. Ich hasse Smalltalk. Du bist sehr schön. Eine bildschöne Frau. Doch das macht keinen Unterschied, was mich angeht. Echt hart. Ich mache dir einen Vorschlag. Du solltest wissen, dass mich nicht der Zufall in diese Stadt verschlagen hat. Ich suche hier jemanden. Und wer mag das sein? Thomas Malloy. Ah, oh. Dem Kerl bin ich auf der Spur. Er kennt alle schönen Frauen der Stadt. Er ist mein Vater. Oh. Ich hörte, du seist hinter ihm her und dachte, mal hören, was er weiß. Du sagtest etwas von Boxen. Wieder das Spielchen? Mein Vater schickte mehrere Boxen los. Die NSA observierte ihn und er bekam Panik. Ich weiß nichts über den Inhalt der Boxen und wie viele es waren. Doch wer diese Boxen auch findet, kommt in den Besitz einer schönen Stange Geld. Was schlägst du vor? Ich habe schon eine der Boxen. Gib du mir noch deine und wir beide machen den Deal. Wir finden die anderen und haben mehr Geld als in unseren kühnsten Träumen. Das ist mein Vorschlag. Klar und einfach. Du willst es bestimmt überdenken. Ruf einfach diese Nummer an, wenn du reden willst. Verlier sie nicht, Tex. Ich glaube, wir wären das perfekte Paar. Sonnenbrille des Nachts? Regan Madsen weiß, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die Frage ist nur, ob sie blufft. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie wirklich Malloys Tochter ist und ob sie überhaupt mehr über die Boxen weiß als ich selbst. Ich frage mich, ob Fitzpatrick über die Boxen und vor allem über Regan Bescheid weiß. Hier geht es um mehr als einen alten Freund ausfindig zu machen. Und ich bin mittendrin. Ja, irgendwas ist da faul. Wir müssen noch rausfinden, was das ist. Ja, ja, die liebe Regan also, ja. Wir hatten aber irgendwas... Hier. Nee, warte mal, war das das? Nein. Das ist ja der, den sie uns gegeben hat. Wir hatten aber doch irgendwo... Was ist das? Ja, Regan Age. Was? 3 oder 9? Und das haben wir ja beim, das haben wir ja gefunden beim, als wir nach Malloy gesucht haben. Also scheint es sie ja wirklich zu geben. Also sie scheint sich ja nicht ausgedacht zu haben. Dann würde ich eigentlich ganz gern mal den unseren Auftraggeber anrufen.
Nun, wie steht's mit der Suche nach Dr. Malloy? Schätze, wir sind schon wesentlich weiter als zu Beginn. Ausgezeichnet. Nun, was kann ich für Sie tun? Aber Fragen zu Regan Madsen. Thomas hat eine Tochter namens Regan. Sie war sehr jung, als ich sie in China sah. Keine Ahnung, ob Regan Madsen Thomas' Tochter ist. Schade. Ich dachte eigentlich, er könnte uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie fesselnd. Wenn Sie das Ding gefunden haben, würde ich es mir gerne ansehen. Bedauere, ich fürchte, ich kann Ihnen hier nicht helfen. Höre ich zum ersten Mal. Na gut. Schade. Dachte, er könnte uns ein bisschen mehr helfen. Lucia, vielleicht weiß die ja was über diese Postbox-Nummer da. Hier ist Lucia Purnell. Ich bin gerade nicht am Platz, doch hinterlassen Sie Namen und Nummer, vielleicht rufe ich Sie zurück. Ach Mist. Na gut, dann nicht. Schade. Ich dachte, wir kriegen da was raus. Wir müssen ja irgendwie noch rauskriegen, wo dieses Paket herkam. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Richie Harold? Richie Havens. Heavens. Havens? Havens. Ja, ich würde sagen, fragen wir erstmal ein bisschen rum. Schauen, ob wir was in Erfahrung bringen können. Chelsea ist ja leider weg. Oh, erst deine Rettungsaktion im Flamingo und dann stellst du auch noch den Angreifer. Jetzt hältst du dich wahrscheinlich für einen tollen Hecht. Tourkutsche, du sagst, es gespielt bescheiden. Ach komm, gespielt bescheiden, oder? Ja. Nein, ich bin weiter so sittsam und bescheiden wie immer. Oh, das sagt alles. Was willst du? Befragen zu. Regan Madsen wird da wohl nichts von wissen. Hab diesen Namen nie gehört. Okay, kannst du mir mit der PB-Meter-Dings hier helfen? Klar habe ich davon gehört. Ich weiß nur bestimmt nicht mehr darüber als du. Schade. Na gut, dann frage ich mal weiter rum. Na, vielleicht kann uns Louis helfen? Hey! Ich bin Gillian Drinkmurph. Oh, voll nett. Höflich annehmen? Warum? Ein komischer Grund zu feiern. Ja, komm, höflich annehmen. Aber nur, weil du darauf bestehst. Mach ihn schön voll, ja? Ich hörte von deiner Rettungsaktion im Flamingo. Na, dann tue ich mal was für unseren Helden und spendiere ihm einen Drink. Voll nett. Mal sehen, was es bringt. Ende gut, alles gut. Höflich nach Informationen fragen. Ich würde mal sagen, höflich nach Informationen fragen. Zu einem Gratis-Drink sage ich nicht nein. Doch wäre mir jetzt ein Tipp viel lieber. Ich will dir gerne helfen. Ah, Louis ist ein guter. So, Regan Madsen wirst du nicht kennen? Also die kenne ich nicht. Aber hier das vielleicht? Da muss ich wirklich passen. Ah, oh, Mist. Okay. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir von der Zeitungsfrau, der Lucia, da Informationen kriegen könnten mit dieser PB-Nummer. Ich weiß nicht, Nilo, also er auf jeden Fall nicht, weil er will ja gar nicht mit uns richtig reden. Nilo könnten wir versuchen, glaube aber weniger. Der ist ja auch nicht so der hellste. Warte mal, war hier was drin? Nein.
Hast eine kleine Senorita zu Besuch gehabt. Süßer kleiner Käfer. Ah, vielleicht kann er uns was über Regan erzählen. Ich kenne keine Frau, die so heißt. Dieser Käfer, den er eben meinte, ist doch Mann. Mir reicht's, dass du andauernd Sachen fragst, die ich noch nie gehört habe. Schade. Na gut. Hat mich jetzt aber auch nicht so überrascht. Ich weiß nicht, im Flamingo ist uns da, aber diesen, ich weiß nicht. Versuchen wir erstmal mit Emily. Ich weiß, Thomas ist in Gefahr. Ich kann es fühlen. Sie müssen ihn retten. Ich bitte Sie darum. Ich tue, was ich kann, Emily, doch ich kann für nichts garantieren. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Klar. Fragen zu Regan Madsen. Sie ist Thomas' Tochter. Sie hasst mich wohl. Doch ich weiß nicht, warum. Das heißt, sie kennt sie. Das ist schon mal gut. Hätten wir jetzt ein Foto von deren aktuelles. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Na gut, also wir wissen auf jeden Fall, dass Regan Madsen ja dann schon mal richtig ist, weil sie kennt sie ja. Na gut, mit Gas. Befragen. Regan Madsen? Kommt mir nicht bekannt vor. Ich weiß nicht. Bedauere. Na gut, schade. Chandler Avenue. Wen könnte man noch fragen? Den Schoko-Junkie und den Priester? Kommt man ins Golden Gate kommt man gar nicht rein, ne? Nee. Crazy Gary. Du weißt nicht, wie sehr ich gelitten habe, als ich erfuhr, dass ich, obgleich unbeabsichtigt, half einem Kriminellen. Ich knie vor dir nieder, metaphorisch gesehen, und versichere dir noch einmal meine Bereitschaft, dir auf all deine Fragen zu antworten. Hört sich gut an. Ja, das klingt sich, das hört sich wirklich gut an. Solch ein Name ist mir nicht bekannt. Schade. Nein, davon habe ich nichts gehört. Ja gut, das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich glaube auch nicht, dass der Schokoladenjunkie uns helfen kann. Hey, ich hörte, du hast Emily gerettet. Sie ist wirklich ein prima Mädchen. Vielleicht bist du doch nicht so ein Schwachkopf, wie ich dachte. Voll nett. Geheuchelte Antwort, beispielhafte Bescheidenheit, schnippige Antwort. Na komm, beispielhafte Bescheidenheit. Mein Freund, ich tat nur meinen Job. Und das ist nichts Besonderes. Das habe ich auch nie gesagt. Hörst du? Also, was liegt an? Fragen zu Regan Madsen wirst du nicht kennen, oder? Da kann ich nicht helfen. Schade. Kommt mir nicht bekannt vor. Okay, ja gut. Dann sind wir eigentlich durch die Chandler Avenue, sind wir jetzt einmal komplett durch. Also hier kann uns keiner helfen. Wir könnten... ja eigentlich nur noch hier mit McMolden mal reden.